Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den wir sind hier in Makedonien und zwar Alexander 2.0. Das brauchen wir eigentlich gerade beides nicht, aber nehmen wir mal trotzdem mit. Hier können wir keine Kavalleristen bauen. Wir haben halt einfach viel zu wenig Kohle. Stehlen. Selbst für Stehlen brauche ich eigentlich mehr Kohle. Nee. Okay, wisst ihr was? Wir schlagen jetzt die Schlacht. Und dann, ja. Holen wir uns die Kohle von dem Dorf und dann können wir wieder ein bisschen was bauen. Das Problem ist halt auch, dass wir halt das wieder aufbauen müssen. Ne? Starten, das ist doch sehr schön. Aber ich verstehe wirklich nicht, warum wir das nicht sehen. Wir sehen einfach seine ganze Armee nicht. Das stört mich etwas. So, hier zwei Pikiniere. Hier zwei Pikiniere. Hopliten auch hier hin. Zwei Hopliten zu denen. Diese kommen hier hin. Diese kommen zu denen hin. Die Kavallerie. Schaut mal. Ich brauche eine neue Maus. Meine Rechtstaste geht nicht mehr so gut. Rechte Maustaste. So, du gehst dahin. Du gehst hierhin. Ihr geht dahin. Oh, diese Maus. Ihr geht dahin. Ihr geht dahin und ballert darauf. Die Piken gehen hier entlang. Die Hopliten können ja hier rum. Tasten gehen dann da hinten hin. Ihr reitet mal hier vor. Die beiden kommen jetzt dahin. Ja, bleibt einfach da stehen und lasst euch abfangen, bitte. Danke. So. So, ja, läuft doch, ne?
könnte ihr gerade mal die da an. Warte, die brauchen wir hier nicht. Ja, wobei, eine können wir hier sogar gebrauchen, um noch... Upsi. Na, danke. So, dann gehen wir mal hier in den Rücken. Und hier gehen wir dahin. So, dann bash mal der General hier rein. Warte, zuerst geht er hier hin. Die da müssen auch mal hier hin. Na dann auf. Ja, der Charge war sowas von für den Arsch. Na komm. Ihr könnt das. Und jetzt könnt ihr chargen. Sehr brav. Gut gemacht. Oh, das ist fies. Die Pikiniere sind schlecht drauf. Oh, weil da auch Pikiniere drin sind. Dann gehe ich hier nochmal raus. Wow, wie oft ich drücken musste, um... So, das ist doch schön. So. Dann fahre ich mal fort und töte die noch ein bisschen. Für die Erfahrung. So, da sind nur noch 9. Da sind 71. Okay, General ist tot. Das ist doch super. Junge, 380. Wow, 200 ist auch eine Bombe, aber hier ist es ein bisschen andersrum. Gut. Ihr seht also, in Häuserkämpfen sind Pikiniere einfach ja unschlagbar. Also das Einzige, was gegen Pikiniere... 1200, das ist halt... Ist so wenig. Und ich... Ja, nee. Ich muss das halt dann wieder aufbauen. Das ist so... Naja, okay. Egal, dann... Aber ich habe trotzdem Geld bekommen, super. Dann kann ich den ja, nein. Ich wollte den bestehlen und ich habe es wieder verkackt. Was ist los mit mir heute? Ja, wurschti. Dann würde ich sagen, ist die Runde vorbei, oder? Charakter, motivierte Bevölkerung, Haushalt erweitert sich, Siedlung.
Ah, ich wollte hier noch mal reinschauen. 500. Okay. Geheimaktion, Nahkampf. Anführen von Macht pro Runde, das ist schön. Du kannst dir mal einen Mann suchen. Flirtende Ehefrau. Und was hast du für ein? Treuer Ehemann, das ist gut. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. 5 auf Chance für Kinder. Dabei sieht die so böse aus. Du bekommst dann auch irgendwann. Barmherzigkeit. 10 Morale für die Einheit des Kommandanten und plus 10. Oh. Der ist auch sehr, sehr attraktiv für einen General. Aber momentan habe ich hier. Ja, kein Geld. Entschuldigung. Tja. Ja, es heißt ja auch total oft so, ja, Barmherzigkeit ist Schwäche. Aber ich bin da eigentlich anderer Meinung, aber mei. Weil Barmherzigkeit ist halt schwerer als ja, jemand zu bestrafen. Also natürlich kommt immer drauf an, wie man gestrickt ist, sage ich mal. Also was für ein Gewissen man hat und so weiter und so fort. Aber nein. Ah, mein Admiral. Oder? Ja, mein Admiral ist tot. Da werde ich auf jeden Fall einen von den Feinden nehmen. Warte, wie ist der RAM-Schaden? Warte, wo ist denn der? Wird er gar nicht angezeigt? Also hier ist es halt super, dass der Schiffszustand 1600 ist. Also den kann man öfters rammen. So, besorgte Bevölkerung Makedonien. Was ist denn los, Makedonien? Ihr habt doch ja plus 4, das ist doch vollkommen in Ordnung. Alles in Buddha. Lass den Buddha aus dem Spiel. So, ich glaube, ich muss. Aha. Wie sieht's hier mit der. Ja, nicht ganz so super. 500. Gut, so. Du bekommst aber trotzdem nichts. Autorität, öffentliche Ordnung. Doch, du bekommst das dann. Aber mehr auch nicht. Wer bist du? Getreuen der Athene. Oh Mann, ich brauche Kohle. Ich brauche jetzt wirklich Kohle. Warte mal. Wie sieht es denn mit meinem. Ja, Handel ist. Ich habe halt nicht wirklich was zum Handeln. Also. Hier oben ist was, womit ich handeln könnte. Der ist jetzt auch. Ja, okay, der hat zwei Gebiete. Okay, als nächstes. Ja, hier wäre halt Marmor gewesen. Das wäre auch gut gewesen. Aber mei. Hier ist nichts. Okay, ich kann halt jetzt Hellas einnehmen. Ja, ich brauche Larissa. Oh Mann, das ist doch. Ich hätte das Defensivbündnis nicht eingehen dürfen. Minus 1 habe ich jetzt da, aber das ist
mir gerade ein bisschen wurscht. Gut, dann. Ja, nächste Runde. Ah, warte. Warte, warte, warte. Alexanders Vermächtnis hat nochmal einen Bonus. Also, der ist ja richtig heftig. Leider ist er. Oh Mann, er ist 65. Nein. Okay, ich hoffe. Ich hoffe, ja, er kommt noch hier rein. Das wäre so cool. Ich hoffe, er überlebt noch eine Runde. Weil dann kann ich Rhodos einnehmen. Und ihm noch ein letztes Mal. Ja, seine ganzen Fähigkeiten einsetzen und so weiter. Ein bisschen übertrieben, aber wird cool. So. Ich muss auch aufpassen mit meinen östlichen Nachbarn, weil die muss ich ja auch einnehmen. Und oh, dann werden wir. Er sagt, ich habe keine Chance. Ich sage, ich gewinne das, weil ich bin Verteidiger. Also er hat ja, der hat 300 Einheiten mehr als ich, fast 400. Aber dennoch, der hat nur einmal Pikiniere, die Söldnerkavallerie kann ich mit. Ja, habe ich schon gespeichert? Ich glaube schon. Auf jeden Fall, ich sage, er hat keine Chance. Weil der Feind kann nicht sehr gut mit Pikinieren umgehen. Und das ist meine Chance. Ich werde mich jetzt, glaube ich, nicht hier oben zurückziehen, weil das ist ein bisschen übertrieben. Ich habe ja hier eine schöne freie Fläche. Also wenn er von da kommen würde, dann würde ich mich entweder hier so schön breit aufstellen oder eben da oben hingehen. Weil Pikiniere sind extrem, also wirklich super extrem stark auf Klippen, beziehungsweise nicht Klippen, sondern auf Hängen. Und das war auch die Stärke von die Stärke und die Schwäche von den Pikinieren in historischen Kontext. Und das Krasse war, dass Rom es geschafft hat, warte, hier die müssen ein bisschen verstärkt werden, dass Rom es wirklich geschafft hat, die Stärke von den Pikinieren zu deren Schwäche zu machen. Das haben die ja wirklich super gemacht. Die haben dann die eben so ausmanövriert, dass die ganzen die Phalanx. Wieso fällt mir das Wort nicht ein? Dass die Phalanx eben nicht einsetzen konnten. Und das ist ja auch hier so der Trick, sag ich mal, dass man wirklich. Du darfst nicht ganz außen sein. Dass man einfach die Einheiten die Pikeneinheit einfach ausmanövrieren muss. Das ist quasi hier auch der Fall. Ja, das habe ich fast so gesagt, dass ihr das machen sollt. Okay, ich bestelle mir mal eine neue Maus, würde ich sagen. Ah, es regnet, okay. Das Blöde ist, dass. Ja,
Dadurch, dass ich eben noch kein nicht monetarisiere, ja, muss ich halt alles selbst besorgen und selbst kaufen. Das ist noch ein bisschen blöd, aber beides. Vielleicht eines Tages kann ich ein bisschen monetarisieren oder Spenden bekommen oder irgendwie sowas. Das machen wir schon. Das ist zum Beispiel extrem dumm. Der hat den jetzt seitlich aufgestellt und ja, das ist gut für mich, aber sehr, sehr schlecht für ihn. Hier mal ein bisschen vor. Ah, diese Maus. Entschuldigung, dass ich jetzt die ganze Zeit rummecker. Schön umrunden. Oh, jetzt hat. Oh. Jetzt hat mich seine gute Kavallerie in einen Kampf versetzt. Das will ich nicht. Schönen Rücken angreifen. So, jetzt hole ich mein Chen auch noch dazu. Sehr schön. Schön in die Seite. Und schön in den Rücken.
feindliche. Warte, ich mache jetzt doch Text, weil das zeige ich auf jeden Fall. Unser General ist gefallen. das ist immer so geil. Wenn halt alles schon fertig ist und dann... Wie ist der jetzt bitte gestorben? Der ist doch... Die fliehen doch gerade. Naja, dann kann ich ja meinen tollen Sohn einsetzen. Ja, mit der brauche ich jetzt eigentlich nichts mehr zu machen, weil die ist hier tot. Das ist ja eigentlich cool, wenn die Kavallerie oder die Generalseinheit eben nicht stirbt, weil die ist ja noch vollständig in Ordnung, dass halt dann einfach der General die Einheit dann übernimmt. Das wäre eigentlich schon cool. Das würde mir gefallen. Ja, natürlich würde es mir gefallen, weil der ist halt Silber. Bei Gold wäre es noch besser. Kleiner Unterschied, ne? Verluste 2000 und getötete 300. Naja. Ja, genau, die ist halt total vollkommen aufgelöst. 1400 bekomme ich. Das ist in Ordnung. Oh je. Gut, wer ist denn mein toller... Minus 1 Gravitas. Chance auf Verwundung. Ich glaube, das ist der. Wieso bekommen die eigentlich jetzt Einheit Rang 4 und meine nicht? So unfair. Okay, aber ich mach den. Ja. Bist du eigentlich der... Barmherzig, hey, ich hab den richtigen genommen. Autorität. Super. So, mach ich mal den Platz. Oh. Rodders ist da. Rodders ist da. Mit einer Fullstack. Das kostet 500. Wie viel habe ich denn noch? Ah, jetzt habe ich 3000. Das ist doch. Das ist gut. Ich muss versuchen, den zu verlangsamen. Okay. Ja, aber hier kommt er halt noch rein. Aber das, ja, das war klar. So, dann kommst du mal. Ah, verdammt.
Hoffentlich. Der ist jetzt schon 66. Come on, das überlebst du. Das ist nicht. Das ist voll easy hier. Das machst du schon. So, warte. Okay, hier geht's wieder aufwärts. Okay, aber ne, wir sind jetzt fertig. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.